Moin Leute, hier zurück bei einem neuen Unboxing von mir. Und ja, die Kiste ist ein bisschen größer und es geht hier um die Vio Plus Uno 4K SE in der Kabelversion, also DVB-C. Ja, mach ich direkt auf, mal schauen, wie es hier so vonstatten geht, wie es so aussieht. Man sieht natürlich von Amazon geliefert, ja. Weitere Eckdaten natürlich auch in der Beschreibung, könnt ihr natürlich auch nachlesen. Und ja, wenn wir hier erstmal das auspacken, so schnell und so einfach wie es geht. Gut, habe ich schon mal in die Verpackung von der Vio erstmal schon mal reingeschnitten, läuft schon mal. Also verpackt ist natürlich wie immer gut, Lieferung ging auch schnell bei Amazon. So sieht erstmal die Verpackung aus. So, also wegpacken hier. Also hier ist die Vio Uno 4K SE. So. Und zwar in der DVB-C-Version. Kann man hier noch was anderes lesen? Weiß ich gar nicht genau. Mal gucken. Auf jeden Fall hier nochmal die Übersicht. Ja. Also, so sieht es halt hinten aus. Hier haben wir HDMI Out, HDMI In. Haben wir auch. Hier haben wir für die Antennenanschlüsse. Hier einmal den Tuner. Hier einmal zweimal USB 3.0 Anschlüsse. Hier einmal Internet, also beziehungsweise Ethernet Anschluss hier. Dann haben wir hier Common Interface. Und dann haben wir hier noch HDCI Slot, Smart Card. Hier auch noch die ganzen Slots. Hier steht es ja alles nochmal beschrieben hier. Wie gesagt, guckt aber auch in die Beschreibung, da steht auch noch alles drin. Ja. So, und jetzt packen wir das Ding mal aus. Natürlich dann auch eine andere Software aufspielen. Nicht die Standardsoftware, die drauf ist, sondern eine andere. Aber das kennt ihr ja vielleicht schon, das steht auch weiteres alles in der Info. Und zwar will ich die OpenPli-Version raufspielen. Aber das machen wir anschließend noch. Jetzt gucken wir erstmal alles erstmal in Ruhe erstmal hier an. So, hier ist Fernbedienung drin. Das ist die Fernbedienung und Batterien sind auch mit bei. Komischerweise sind überall diese Brexel-Batterien dabei. Egal, wo ich jetzt gerade gekauft habe, ob es ein neuer AV-Receiver ist oder Fernseher, immer sind diese Batterien dabei. Komisch, komisch. So, können wir erstmal auspacken. So sieht sie aus. Eine standardmäßige Fernbedienung, sage ich mal. Liegt aber eigentlich ganz gut in der Hand. Und ja, ist auf jeden Fall drückbar. Mal so. Auf jeden Fall macht es schon was her. So, dann haben wir hier noch das Netzkabel hier einmal. Ja, auspacken muss ich eh alles auspacken. Batterien muss ich hier auch noch auspacken. So, also hier ist das Netzkabel. Ja, ist doch auch lang genug, würde ich sagen. Kann man also überall hinstellen, den AV-Receiver, den Kabelreceiver. So. Dann haben wir hier noch ein HDMI-Kabel. Das lasse ich aber zu, weil, wie gesagt, HDMI 2.0 müsste das eigentlich unterstützen, weil das Gerät hat auch HDMI 2.0. Deswegen müsst ihr auch darauf achten, dass ihr das richtige Kabel anschließt, das richtige HDMI-Kabel ne nehmt, weil sonst habt ihr das Problem, dass es nicht läuft. Also nicht irgendwie ein altes HDMI-Kabel nehmen. Hier ist das Netzwerk. Was ist das denn hier? Ein Adapter für WLAN. Okay, das habe ich jetzt nicht gewusst. Okay. Aber es gibt anscheinend wohl noch einen Adapter für WLAN, weil das sieht hier aus wie ein WLAN-Empfänger. Aber das müssen wir nochmal gucken. Also wie gesagt, ne, immer das richtige HDMI-Kabel nehmen, sonst habt ihr die A-Karte, sonst habt ihr das Problem, wie gesagt, sonst kriegt ihr kein Bild. Da sind noch irgendwelche Schrauben drin. Warum, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Wie gesagt, alles First Try. Frisches Unboxing. Aber jetzt kommen wir zum Hauptgerät. Natürlich, hier ist natürlich auch noch eine Anleitung drin. Gucken wir uns natürlich auch nochmal an gleich. So. Zur Seite räumen. Alles mit Vorsicht auspacken, ne, und anständig aufmachen, weil wenn ihr es zurückschicken müsst, soll es doch schon in einem guten Zustand sein. Das ist immer ein bisschen ärgerlich, finde ich. So, das ist der Kasten. Natürlich nur alles hier komplett alles verklebt. Aber so soll es ja auch sein. Wie gesagt, hier ist einmal Netzkabel, Netzteil, hier einmal irgendwie der Adapter für WLAN. Dann die Fernbedienung, dann die Batterien sind wie gesagt auch dabei. Dann haben wir noch ein HDMI-Kabel. Ich weiß aber nicht, welche Version, müsste aber 2.0 sein eigentlich, aber ich nehme halt ein eigenes von mir. Und dann halt die Batterien hier und dann halt hier die schöne Box. Und ja, dann werden wir gleich mal zusehen, dass wir die gleich mal geflasht kriegen. Hier können wir nochmal kurz alles angucken. Wie gesagt, hier DVB-C halt, ne? Ein- und Ausgang. Hier einmal. IR-Sensor. Okay, das ist der IR-Sensor. Das ist gar nicht WLAN, was ich da für einen Blödsinn erzählt habe.
Hier ist noch so zum Kleber, kannst du wahrscheinlich oben irgendwo draufkleben. Das kommt dann wahrscheinlich. Ich gucke gleich noch natürlich noch die Anleitung an. Kommt wahrscheinlich dann hier rein, gehe ich von aus. Und dann hat man hier den Empfänger. Alles klar. Okay, ob das so gut toll ist, weiß ich nicht. So, hier ist der Powerknopf auf jeden Fall hier oben. Dann, wie gesagt, hier haben wir einmal dann IR-Sensor, HDMI out, HDMI in, USB 2x 3.0 hier, Ethernet-Anschluss. Hier einmal digitaler optischer Anschluss. Dann haben wir hier einmal den HDD und CI-Slot und Smartcard-Slot hier einmal. Ja, also hier könnt ihr auch eine HDD reinbauen, wenn das dann rausgeht. Lass ich lieber erstmal. Sonst crasht das alles. So, gucken wir uns erstmal die Anleitung an. Sollten wir vielleicht auch vorher erstmal machen. Erstmal mal gucken, was auf Sache ist. Hier ist nochmal alles erklärt. Das ist wie gesagt alles dabei. Wenn es den scharf stellen würde. So, das ist alles dabei, wie gesagt. Und ja, die Fernbedienung alles erklärt. Hier nochmal etwas, was ist hier. Ja, alles sind drin. Definitiv ganz okay. Hier ist nochmal erklärt, wo was rankommt. Auch okay. So sollte es auch sein. Dann kann man natürlich mit der Software auch auf Deutsch einstellen. Aber wie gesagt, ich bespiele die ja mit einer anderen Software. Und ja, da kann man sich noch ein paar Infos rausziehen. So, das war jetzt erstmal das Unboxing. Ja, das war jetzt erstmal soweit alles. Wie gesagt, Eckdaten immer in der Beschreibung. Und jetzt werden wir gleich probieren, das Ding zu flashen. Wie gesagt, USB-Stick habe ich schon vorbereitet. Und ja, dann geht es dann gleich weiter. Danke erstmal fürs Zusehen und dann bis zum anhängenden Flash-Video. So, jetzt geht's hier gleich ran ans Flashen der View Uno 4K SE Box. Ja, dafür braucht ihr folgendes: einen USB-Stick, der muss dann auch auf FAT32 formatiert werden oder auf FAT allgemein, ja, sonst erkennt halt die View den USB-Stick nicht. Das zeige ich aber gleich noch. Zudem nehme ich das Image OpenPLI. Ja, da müsst ihr ja drunter scrollen. Es gibt hier verschiedene Hersteller, gibt es hier Images. Ja, und zwar ist dann hier unten View. Dann geht ihr da hin und guckt nach, welche Box ihr habt. Wie gesagt, es gibt natürlich verschiedene Boxen. Ich habe die Uno 4K SE, also das hier, dann gehen wir da rauf und dann laden wir hier einfach ja, die ZIP runter, also einfach aufklicken, dann speichern unter, dann speichert die einfach auf dem Desktop, ist natürlich bei mir schon da, also brauche ich es nicht, aber einfach speichern die ZIP, dann geht es ans Entpacken, hier auf dem Desktop hinterlegt, dann macht ihr hier Doppelklick rauf und dann müsst ihr das hier einfach auf den USB-Stick ziehen. Ihr könnt natürlich auch vorher erstmal auf den Desktop ziehen, also erstmal so vielleicht, dann habt ihr es hier. Jetzt hier ersetzen, ja, kann man ersetzen, ist auch nicht so schlimm. So, das ist hier schon entpackt, der Ordner. Der Ordner muss auch so bleiben, wie er hier ist, ja. Nicht vergessen, er muss hier so bleiben. Dann nehmt ihr hier den USB-Stick, steckt ihn an euren Rechner ran. Und zwar über einen USB-Port natürlich, ja. So, dann geht ihr halt eben hier auf Computer. Dann macht ihr hier einmal auf das Laufwerk hier rechte Maustaste, falls das noch nicht richtig formatiert ist. Dann geht ihr auf Formatieren. Dann drückt ihr hier, guckt ihr hier nach, was eingestellt ist. Hier dieses FAT2, also exFAT geht wohl auch, aber FAT32 ist Standard. Ja, macht ihr auf Starten und dann ist das Ding formatiert. Macht ihr okay, dann ist natürlich alles gelöscht. So, zack, fertig. Dann natürlich einmal die Datei, die View Plus Datei hier, die hier hinterlegt ist. Was ist jetzt los? So, die hier hinterlegt ist, natürlich hier einmal raufkopieren, auf den Stick einfach gedrückt halten, einfach raufziehen, einfach hier auf den Stick kopieren. Könnt ihr natürlich auch anders machen, aber ich mache es jetzt so. So, dann kopiert das mal eben kurz und dann ist das Ding auch soweit vorbereitet und dann gehen wir gleich zurück zur Box und dann probiere ich das Ding zu flashen und dann haben wir da schon mal einen Teil geschafft. Wie gesagt, so geht's und so sollte man das auch machen und ja, und dann kommt man da vielleicht auch ein Stück weiter. Mal gucken. Aber erstmal muss man natürlich kopieren, geht natürlich auch mit anderen USB-Sticks schneller. Das ist ein langsamer alter USB-Stick, aber habe keinen anderen Griff bereit gehabt. Und wie gesagt, das ist gleich die Box, die ich hier flashe. Die habe ich auch bei Amazon gekauft. Alles Links, auch natürlich alles unter dem Video, wie gesagt, und sonst OpenPLI hier einmal runterladen. So, dann geht es gleich weiter mit dem eigentlichen Flashen. So, der USB-Stick ist vorbereitet. Hier ist die View, die geflasht werden soll. Netzstecker steckt dran. Wie gesagt, nichts anderes angeschlossen. Die ist noch halt frisch. Es geht jetzt auch rein nur ums Flashen und nicht das Menü oder irgendwas. So, die USB-Sticks sind hier hinten. Ja, da. Da stecke ich jetzt halt den USB-Port 1 einfach mal. Ob das jetzt richtig ist, das wird sich gleich zeigen. So, natürlich schon reinstecken hier, ne? Alles vorbereitet schon. Dann sieht es halt so aus. Hier hinten ist der Powerstecker. So, jetzt machen wir das mal eben an. Weil es geht auch alles nur über die Konsole hier. Also nichts mit Fernbedienung oder so. So machen wir ihn direkt eben an. So.
Ah, jetzt kommt sie. Update Press Power. So, Reading USB. Klappt anscheinend wohl alles. Programming, Continuing, Reading USB Stick. Flashing Image. Updating Roots. Na gut, das dauert wahrscheinlich jetzt ein bisschen länger. Ja, erstmal so laufen lassen. Ich muss erstmal gucken, wie ich es jetzt am besten mal eben hinstelle, ohne dass ich da jetzt irgendwas kaputt mache. Man sieht es ja weiterhin unten, steht das ja immer noch. So. Gut, dann lassen wir es erstmal, wie gesagt, man kann natürlich mit der Box viele schöne Sachen anstellen. Ja, ist eine 4K-Box natürlich. Ich will natürlich sehen, dass ich da halt dann schön meinen Fernseher auch mit 4K beliefern kann über diesen Receiver. Mal gucken, wie das Image ist, ob es stabil läuft oder nicht. Kommt drauf an. Können natürlich auch andere raufflashen. Ich habe jetzt, wie gesagt, mich fürs OpenPL entschieden, aufgrund einer Empfehlung eines Kumpels. Und ja, da kann man halt viel Schabernack mitmachen, ne? Und ja, Garantieverlust, ja oder nein, weiß ich gar nicht genau, um echt zu sein. Kann ich gar nicht zu sagen. Das ist alles auf Eigenverantwortung hier übrigens, ja. Es ist keine Empfehlung. Das müsst ihr alles selber hinkriegen und machen und tun. Und ja, das ist jetzt wohl durch. Update Press Power, nein, das soll jetzt kein Update mehr sein. So. USB-Stick mal raus. Und dann können wir noch mal eben kurz warten. Und dann, ja, dann kommt gleich wahrscheinlich auch allgemein die Einrichtung. Das werde ich gleich erstmal probieren noch. Wie gesagt, zeige ich gleich auch noch. Ich werde gleich die Box an meinen Fernseher anschließen und dann geht es gleich weiter. Und das war jetzt erstmal das Flashen. So, jetzt kommt hier noch die Einstellung, die Einrichtung. Es hat auch funktioniert mit dem Flashen, wie man sieht hier, ja. Dann auf Deutsch natürlich. OpenPL Release 7.0. Ja, so HDMI natürlich, dann natürlich auf, das ist natürlich jetzt die Frage, 30, das ist das jetzt die richtige? Ja, also das ist hier, ich habe auch ein UHD-Fernseher hier oben, das heißt, ich weiß nicht, 30 Frames, eigentlich müsste ich das ja nehmen, oder? Wo ist denn da der Unterschied jetzt? Ich nehme mal das normale ohne 30 dahinter, ja. Ist richtig ist, weiß ich nicht ganz genau. So, Anpassung, okay. Pfeilspitzen. Sieht alles richtig aus, auf jeden Fall. Overscan, ja, müsste alles richtig sein. Willkommen. Grundeinstellungen vor, jetzt vornehmen. Überprüfe Internetverbindung. Verbindung zum Internet aufgebaut. Bitte warten. Netzwerk, Frequenzgeber, Konfiguration. Kanalsuche, Frequenzbänder. Tuner A. Ja, ich habe natürlich hinten alles angeschlossen, natürlich HDMI angeschlossen, ne? Und Kabelanschluss auch alles dran. Aktiviert, ja. Kanalsuche hinzufügen, ja. Nein, nicht Astra. Moment. Führen Sie jetzt den automatischen Scan durch. Ja, gut, so. Fotosuche löschen, ja. So, er sucht es natürlich, fail, fail, fail. Aber ich hoffe, es funktioniert gleich so, wie es sein soll. Und dann sind wir dann auch bald durch. So, ja, mehr brauche ich eigentlich auch nicht zeigen. Hat jetzt eigentlich alles soweit funktioniert. Hier findet er jetzt auch die Sender. Aber ich warte noch mal kurz, bis es durchgelaufen ist. Ich hoffe mal, es geht recht fix. Mal gucken, wie schnell das alles ist. Umschaltzeiten können wir gleich auch noch mal kurz angucken. Ja, lassen wir noch kurz eben laufen. Mal gucken, was er da alles gleich so findet. Vielleicht findet er auch ein bisschen mehr. Mal gucken. Und ja, 20%. Dauert jetzt natürlich jetzt noch ein bisschen. Ist natürlich nicht so toll. Deswegen mache ich mal kurz mit dem Stopp und mache gleich weiter. So, der Suchlauf ist durch. Es funktioniert. Checken wir mal eben die Umschaltzeiten. Natürlich nur in den empfangbaren Sendern. Ich muss erstmal selber erstmal klarkommen hier. Aber wie man sieht hier, man hat schon eine Auswahl. Das Bild ist auch gut. Die Umschaltzeit ist auch recht fix und schnell. Ja, also kann man nichts anderes zu sagen. Einige Sender gehen natürlich nicht, weil ich sie nicht empfangen kann. So, muss natürlich nur einige Feintunings machen hier. Und natürlich, die Box kostet 269 Euro im Moment. Ja, wenn ihr im Angebot seht, kriegt ihr die bestimmt auch günstiger. Aber jetzt im Moment ist sie halt noch teuer. Aber wie gesagt, die Umschaltzeiten sind schon recht gut, kann man nicht anders sagen. Und ja, wie gesagt, einige Programme empfange ich halt nicht. Da muss man halt mal gucken, was man hier so hat und findet. Aber wie gesagt, es funktioniert. So.
damit verabschiede ich mich ganz herzlich hier. Danke fürs Zusehen und Zuhören, vielleicht hat es geholfen. Meinetwegen auch Fragen in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss und reingehauen.